Vom Osten Wiens fährt man bequem mit der U-Bahn in den westlichen Teil, nach Otterkring. Otterkring selbst entstand aus den zwei selbstständigen Gemeinden, nämlich Nerlechenfeld und Otterkring, und wurde 1892 in Wien eingemeindet. Über Nerlechenfeld sagte man damals, das ist das größte Wirtshaus Europas. Und noch gewagter war natürlich der Ausspruch, Otterkring ist der größte Heuriger der Welt. Bei der Eingemeindung lebten hier ca. 118.000 Einwohner und bis 1910 erhöhte sich die Zahl auf 170.000. Heute leben ca. 97.000 Einwohner in Otterkring. Otterkring liegt am Fuße des Wienerwalds und wird außerhalb des Gürtels vom 14., 15. und 17. Wiener Gemeindebezirk umgeben. Der Bezirk selbst ist bis heute ein typischer Arbeiterbezirk geblieben, allerdings ein äußerst musikalischer. Unzählige Lieder entstanden in oder über Otterkring oder wurden von Komponisten, die hier aufgewachsen sind, geschrieben. Ein kleiner Schmetterling liegt über Otterkring. Er schaukelt lustig hin und her, heute geht's ihm gut. Bei so einem Schmetterling, bei uns in Otterkring, so manches lausche grüne Platzerl finden tut. Er hat in Wienerwald, hat in Galizieberg, er hat es lieb, hat's da und vieles, vieles mehr. So ein Schmetterling hat's gut, er bleibt sein ganzes Leben lang dort, bei uns in Otterkring den alten Ort. Es war diese Wiesen, vielleicht sogar die Bank, doch ist es ziemlich lang, schon lange her. Otterkring war schon immer dort am schönsten, wo es langsam zum Wienerwald wird. Das ist so wunderbar, dass man sich beherrschen muss, um nicht sentimental zu werden, wie das da so liegt. Meine Mutter hat mir erzählt, dass in der Zwischenkriegszeit schon ein enormer kultureller Einschnitt stattgefunden hat. Der dörfliche Charakter, der wirklich dorfartige Charakter von Alt-Otterkring, ist schon damals eigentlich verschwunden, ist ganz in minimalen Resten vorhanden gewesen in meiner Kindheit. Aber weiter draußen dann, diese ganze Schrebergarten-Atmosphäre, das war sehr dominierend auch für die Bevölkerung. Ich erinnere mich, in meinem gesamten Bekanntenkreis ist das Interesse ging hinaus zu den Schrebergärten und zum Wienerwald. In die Stadt, das war jenseits vom Gürtel, das war das Ausland. Dort hat man einen anderen Dialekt gesprochen, einen schlechteren natürlich. Und da ist man nur selten hingefahren. Ich kann mich sogar erinnern, meine Mutter hat mich das erste Mal die Burggassen hinuntergeführt in die Stadt. Ich habe die Stephanskirche gesehen, habe angefangen zum Weinen, weil ich Angst gehabt hatte. Offensichtlich wurde sie dazu ja gebaut. Aber hier habe ich nie weinen müssen. Das war immer wunderbar. In all, in all, in all, in Otterkring, in Otterkring. Bummel, weil ich
von Glück ein Stiefkind bin. Meine Damen und Herren, zu jener Frau, der ich heute eine Romme überreichen soll, habe ich eine ganz besondere Beziehung. Bei den alten Ottergringer schon wir gut aufgeregt, alle Mal nicht, oder bei alle Mal. Dann du am Boschen und Zinger, von Zaschke, wo er gar nicht redet, waren wir beim Glas und Wein. Und meine Ich bin ja 55er Jahrgang und ich bin aufgewachsen bei meinen Großeltern oben, Flötzersteig-Gegend, und da hat es nur einen Sport gegeben, also eine Nachmittagsbeschäftigung, das war Fußballspielen im Käfig. Jeden Tag, egal ob es geregnet hat, ob es nicht geregnet hat, Fußballspielen im Käfig war einfach das Ideale. In welchen Käfig, wo war der? Das war oben, ich weiß die Gassen nicht mehr. Wenn du Flötzersteig auffährst, bevor du nach Steinhof kommst, musst du nach links biegen und da ist nach rechts eingegangen. Und da war der Fußballkäfig. Da habe ich auch Skifahren gelernt, weil das war so ein kleiner Hügel. Und wie ich klein war, sind wir mit der Rodel dort runtergefahren und später mit so kleinen Ski. Ich kann mich noch an den letzten Bauern erinnern, Otterkring. Der war da im Lippertstal oben, wo die verlängerte Thaliastraße mit der Erdbusgasse zusammengeht, in dem Eck. Vor dem Heurigen Rad und so war der letzte Bauernhof von Otterkring. Und da ist, wie ich nur ein kleiner Bub war, ist immer der Bauer gefahren mit den Resteln, mit den Resteln vom Stall. Im Otterkring, im Otterkring. Bis ich in die Schule kam, musste ich lange Haare haben. Meine Mutter wollte unbedingt ein Mädel. Und ich habe blonde, lange Haare gehabt. Die Freunde haben mich nicht mitspielen lassen. Lass dir die Haare schneiden, dann kannst du mitspielen. Es haben ja wenig Bezirke wie Otterkring so ein Image. Also wenn du zur Herangereihung der Bezirke in Wien magst, dann gibt es ja Otterkring, Simmering, Favoriten. Viel dann kommt erst Hanois und Meidling und den Rest kannst du eh vergessen. Die Floridsdorfer werden Sie jetzt bedanken. Das kommt erst später. Floridsdorf ist jetzt so über die Zugrasse. Über der Donau, Entschuldigung. Über der Donau, wo die Bücher wohnen. Ne? Haben sie gesagt, was die, von drüben um, habe ich gesagt, es kommt nur darauf an, von was in der Seite sie es umsagst. Ja. Da hat der Schmidthansl seinerzeit gesagt, Otterkring ist der schönste und wichtigste Bezirk der Welt. Das ist ja auch so. Ja, ist richtig. Das war dann die gute, positive Seite von Otterkring. Ganz schlechte. Wir waren französisch besetzt. Und die waren nicht so freundlich zu uns. Da oben, wie heißt die Kaserne? Radetzky-Kaserne, ist es die? Auf der Schmelz, ja. Ja. Wir haben gespielt, 4 oder 5 Buben, und da standen 3 Marokkaner vor der Kaserne und haben es so zu uns gemacht. Was würden Sie machen, wenn es einer so macht? Und wie ist der ich bin der Fahrgrenzen. Das ist doch ein schöner Blick, was? Ja, das ist halt Otterkring. Und manchmal übermütige Buben, die wir waren in der Schule, wir sind, haben natürlich die Fliegeralarme nicht befolgt und sind da auf dem Galizienberg natürlich, wenn man es deutlich, also verständlicher aussprechen will, sind wir da hinauf. Und dort haben wir einmal erlebt, dass ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen wurde. Und wir haben alle eine Todesangst gehabt. Wir
Wir haben damals zum ersten Mal das Geräusch des Krieges kennengelernt. Und das ist mir eigentlich unvergesslich. Das Geräusch habe ich heute noch in den Ohren. Vielleicht erinnern Sie nur ein paar von den Buben. Hoffentlich gibt es sie noch alle, die dieses Geräusch auch gehört haben. Und wie dann die Splitter da runtergefallen sind. Wir haben uns da irgendwo verkrochen und so. Aber das sind die unvergesslichen Sachen, die gehören auch zu Otterkring. Na, zu irgendeinem Zeitpunkt waren in der Wartgassen bei uns auch die Amerikaner stationiert. Weißt du? Vielleicht nur zum Übergang oder deshalb, weil sie irgendetwas dort gelagert gehabt haben und aufgepasst haben. Auf jeden Fall bin ich mit meinem Cousin immer vorbeigegangen und habe gesungen, go on the day, get you on the man, journey. Und dann haben die gesagt, my, jolly good baby. Und ich habe gesagt, please give me chewing gum. Das war mein erster Musikauftritt. Please give me chewing gum. Immerhin. Bei der Zähnemarie, da hätte ich anders Geld verlangen. Also mein erstes Honorar, das ich bekam, war in der Blauen Nosen. Das führt darauf zum Otterkringerbad, die eine Straße. Und die Blaue Nosen, da hat ein Pianist gespielt. Und meine Großmutter hat Gräber gepflegt und ist immer also vor der Arbeit, bei der Pflege, mit mir zur Vergrachel gegangen. Die Gracheln waren ja so gefärbt, dass man sofort rot wurde. Und sie hat ein Achtel Rotwein drin. Und jetzt erzählt die Großmutter, ich bin verschwunden, sie schaut und ich stehe dort und habe den Pianisten über 3 oder 4 Jahre. Ich kann mich nur an eines erinnern. Ich fragte, ob er das Lied kann erst, wenn es aus ist. Ich dachte, ja. Und ich habe singen. Ich habe es gesungen. Und ich habe ein Honorar bekommen, das war ein riesiges Salzstangerl. Das kann ich mich erinnern. Mit einem riesigen Salzstangerl. Meine erste Gage habe ich gekriegt, ganz anders als Ministrant am Friedhof. Zu schön. Kreuz tragen. Also vorne gehen. Und da habe ich mir gedacht, so, siehst du, so geht das. Da kriege ich jetzt irgendwie 10 Schilling, glaube ich, pro Begräbnis. Das war mein erstes Feriengeld. Und immer, wenn einer gestorben ist, habe ich 10 Schilling davon gehabt. Und mir gedacht, aha, so funktioniert das Berufsleben. Das ist heute, das war mein erstes Geld. Ich bin viel traditioneller sozialisiert. Ja. Mein erster Ferienjob war mit 15 beim Konsum. Mhm. Gott hab ihn selig. Ja. Bei der Gemüsewaage. Also ich musste immer das Gemüse abwägen. Das war der erste. Und vom 16 an nur noch der Backregie. Also von 16 bis 24 war ich jedes Jahr mindestens einen Monat, manchmal 3 Monate in der Tabakregie. Die Tabakregie, ich kann mich erinnern, die ist 45 geplündert worden. Ich war ein kleiner Bub, da habe ich zum ersten Mal die Toten gesehen. Also wie Tote überhaupt ausschauen. Und ich habe meiner Mutter ein paar Schachteln Zigaretten nach Haus gebracht. Dafür habe ich 2 Watschen gekriegt. Aber ich glaube, wir haben ein Jahr davon gelebt. Sie hat auch den Sarg für meine Großmutter damit kaufen können, die auch am Otterkringer Friedhof ist, also die geliebte Großmutter. Ich kann mich gut erinnern, und das ist kein Spaß. Oben Talierstraße, Tabakregie, bis unten zur Festgasse. Lagen Zigaretten, Zigarren und Tabak. Und die Menschen stürzen sich drauf. Und mein Großvater hat davon erfahren, der war ein leidenschaftlicher Virginia-Raucher. Er hat gesagt, du, vielleicht kriegst du ein paar. Und ich kann mich gut erinnern, Talierstraße, Festgasse, die geht runter, da laufen 2 Burschen, vielleicht 20 Jahre, mit einer riesigen Schachtel. Da drinnen waren eben Zigarren. Und Frauen, Männer und Kinder laufen hinten nach und erwischen die Ecke Friedrich-Kaiser-Gasse. Da reißen sie die Schachtel, reißen sie auf und da fliegen die Zigarren raus. Aber wir Buben, wir waren 3, haben mehr Zigarren gehabt als die. Sind immer dazwischen gesprungen und haben die Zigarrenschachteln. Die waren so 4 oder 5 Zigarren. Die haben eine Hand voll gehabt. Und dann zum Großvater, kann mich erinnern, der lag im Bett. So ein braver Bub. Braver Bub. Sind die blond? Er hat gesagt, die kommen nicht aus. Er hat gesagt, ja, sie sind blond, also heller Tabak.
Es ist ja so, dass wir noch die Austria 3 gekannt haben. Nicht? Die haben und, die Dreier. Ich bin ja nie Raucher gewesen. Austria C. Aber die Dreier waren so, so die sogenannte Volkszigaretten. Geh mir eine Dreier. Jetzt haben die Pfosten, die Burschen. Die war aber ohne Filter. Ohne Filter. Dreier ohne Filter. So, so. Richtig. Es fiel mir sehr leicht, nicht Zigaretten zu rauchen, weil die Anadant, die ich sehr geliebt habe, kann mich nur erinnern, ist nur in Schlapfen und mit der Schürze gegangen, aber ganz eine zweite Frau. Und die hat in der rechten Schürzentasche Tabak gehabt. Die hat sie sich selber gestopft, diese Olische. Und ich war rotznasen. Und immer, wenn ich mit ihr gegangen bin, sagt sie, komm her, mein Kind. Und ich habe gewusst, jetzt passiert's. Mit dem Tabak hatte sie ein Taschentuch. Das hat mich geschneizt. Und der Tabak ist überall. Man denkt, ich stirb. Das war ganz entsetzlich. Das hat mich noch angewischt, ich habe ausgeschaut. Aber ich auch niemals Zigaretten. Dann nur ein Puzzle gekriegt nachher. Nicht immer, aber ich habe es gern gehabt. Wir haben gewohnt, Rosegergasse-Ecke, Hasener Straße. Otterkringer Patrioten bezeichnen das ja als Alt-Otterkring. Also alles, was über der Vororte-Linie war. Und das ist schon das alte Otterkring gewesen. Und natürlich auch dieses kleine Gebirge da, der Wilhelminenberg und der Galizinberg. Und das war eigentlich die eigentliche Kindheit. Und ich habe, glaube ich, sehr viel gelernt, zumindest was die Musikalität der Sprache betrifft, die ist in meinem Ohr und in meinem Gemüt, obwohl ich mich, seit ich Otterkring verlassen habe und Schauspieler geworden bin, eigentlich mehr oder weniger mit der deutschen Klassik beschäftigt habe und die deutsche Klassik ziemlich praktiziert habe oder so. Aber alles, was Nestroy betrifft, die Figuren von Nestroy, die habe ich alle in Otterkring kennengelernt. Und immer wenn ich am Otterkringer Friedhof gehe, mindestens zweimal im Jahr, und ich nehme alles bewusst wieder auf, die Hasener Straße und die Gablenzgasse, den Stillfriedpark, da stehen jetzt Gitter für, das hat es alles bei uns nicht gegeben. Während des Krieges war da ein riesiger Löschteich drinnen auch. Der ist dann natürlich zugeschüttet worden, wahrscheinlich mit vielen Gerümpel, was so um und um gelegen ist. Oder wurde da. Ich weiß nicht, man könnte sogar mal archäologische Versuche unternehmen, weil ich bin überzeugt davon, da ist mehr hineingefallen in diese riesige Krümmung. Meine Großmutter war eine geniale Harmonikaspielerin. Also das war einfach, das war sie. Wo immer es war, wurde Harmonika gespielt. Ja, meine Mutter hat Kirchenorgel gespielt. Das Einzige, warum ich darum gekommen bin, ist, weil als Kind klar war, dieses Drum zu halten, ja. Du musstest ein gewisses Alter haben, ja, um das zu spielen. Ja, ich habe mit 6 Jahren Harmonika begonnen zu lernen. Also mit der Tastatur. Mit der Tastatur. So riesig ist drum. Und das habe ich gelernt. Weil ich Klavier auch gelernt habe, hat es recht gut gepasst. Ne? Aber ein Knopf haben wir nicht. Das hast du mit 6 Jahren dann schon halten können? Ja, sicher. Schau mal, ein Pugel an. Aber der Akkordeonspieler sucht bis an sein Lebensende den Ton, den er sich nicht mal vorstellen kann. Das ist das Schöne. Ich bin ja der einzige Nichtmusiker unter euch. Das ist ein Vorteil. Du hast was gescheit gelernt. Ist ein Comedian. Das weiß ich nicht. Mein Vater hat immer gesagt, schau deinen Bruder an, der hat was Unnütz gelernt, der ist Lehrer. Ja? Mhm. Du, bei dir weiß man nicht, was aus dir wird. Ich habe ja die Schuhmachermeisterprüfung gemacht. Weißt du, ich bin ja gelernter Schuhmacher. Und als gelernter Schuhmacher habe ich natürlich, wie soll ich sagen, versucht, immer die Gutenheit und die Schlechtenheit zu kennen. Sprich Menschen. Ja? Und das ist mir an und für sich gelungen. Aber eins kann ich sagen, früher war ich der beste Sänger unter die Schuster.
Jetzt bin ich der beste Schuster unter den Sängern. Mein Großvater, jetzt muss ich eine kurze Geschichte von meinem Großvater erzählen, weil der ist der klassische Fall eines Frühpensionisten, der vorher Polier war, also Maurermeister, und ist, glaube ich, rechtzeitig in Pension gegangen. Irgendwie, wie er das geschafft hat, weiß ich nicht. Und am Wilhelminenberg war er bekannt als der Herr Baumeister, weil er alle Sachen dort im Pfusch für alle Anrainer erledigt hat. Und wenn ich als kleiner Bub mit ihm Hand in Hand so gegangen bin, vorwiegend im Fuchsenloch die Baumeistergasse hinauf und die Leute gesagt haben, grüß Gott, Herr Baumeister, war ich natürlich extrem stolz, weil ich glaubt habe, die Straßen ist nach meinem Großvater benannt, die Baumeistergasse. Und er hat als Polier halt alle Leute mit den Gartenhäuseln versorgt. Und er hat eine Marotte gehabt, er hat nämlich von jeder Baustelle, wenn er irgendwo Gerüstbretteln gesehen hat, Latern, Klampfen, Bretteln, die hat er dann abgestaubt und bei uns im Garten gelagert. Also wir hatten ein ziemliches Sortiment an Baumaterial im Garten, zur Verzweiflung meiner Mutter. Mein Großvater hat da alles gesammelt. Wir haben die rostigen Klampfen, mit denen haben wir gespült, geworfen auf die Bäume und so und Baumhäuser gebaut. Wir haben immer genug Brettelmaterial gehabt. Und mein Großvater, weil mein Vater ist gestorben, wie ich 3 Jahre alt war. Also mein Großvater war sozusagen eigentlich mein Papa, kann man sagen. Und ich habe ihn halt sehr bewundert. Er hat eine eigene Hütte gehabt in einer Kleingartensiedlung, einen Predigtstuhl oben. Die hat Zeit, soweit ich denken kann, immer nur wie eine Bauhütte ausgeschaut und war nie fertig. Also er hat alles angefangen bei uns, fertig gemacht hat er es bei den anderen Leuten, die ihm halt schwarz gezahlt haben. Bei uns waren immer die Baustellen, das war der Wahnsinn. Ja, das ist der Koflerpark, das war in meiner Kindheit, war das in den 30er Jahren ein kleiner Wald, das war ein Paradies. Da waren die Zäune, rundherum war ein Zaun, aber das war Gusseisen verzierte Eisentrümmer, das war Kunstwerke. Nicht? Jetzt ist da ein Käfig, das ist ein Abgang, ein kultureller, schrecklich. Nicht? Damals war der Bezirk war arm, die Stadt war arm, aber das hat man sich geleistet, dass hier ein schöner Zaun ist. Nicht? Das ist das Haus, Viererhaus, da habe ich gewohnt, meine ganze Kindheit verbracht. Also hier in die Herbststraßen hinein, das war die steile Kurve für den 48er. Kreischend ist er um die Kurve gepfiffen und wir sind manchmal aufgesprungen. Außen natürlich auf der Maschek-Seite. Der Schaffner hat mit dem Zwickzangerl geklopft auf das Fenster. Und da ist er auf 48er die Herbststraßen dann hinaufgefahren. Alle waren zufrieden. Immer wenn der 48er um die steile Kurve gefahren ist, hat das Viererhaus gewogelt, von oben bis unten. Oben im dritten Stock hat gewohnt ein junges Ehepaar, die Hladki. Und die Frau Hladki hat gehabt ein Problem. Immer wenn der 48er um die Kurven pfeilt, geht bei ihr die Kostentür auf. Sie hat die Zeitungen eingestopft, das hat alles nichts genutzt. Also was machen wir? Holen wir einen Tischler. Na, der Tischler kommt. Schloss, alles Leihwand, sperrt an, der 48er kommt, die Tür springt auf. Ja, da muss ich reingehen und schauen, was da ist. Tischler greift rein, Frau Hladki macht die Tür zu. In dem Moment kommt der Herr Hladki nach Hause. Hört ein Geräusch, ein merkwürdiges im Kasten, reißt die Tür auf. Was machen Sie da? Sie werden es vielleicht nicht glauben, aber ich warte auf dem 48er. Hm. 1953 schrieb mir ein Clown, dass er einen Auftritt in St. Pölten hat, ob ich den Charles von Monti spielen kann. Ich schrieb zurück, natürlich. Wir haben einen Termin ausgemacht und mich abgeholt. Die haben den Charles von Monti also gekauft, damals beim Doblinger, den es noch gibt, und da haben wir auswendig gelernt. So, wir fuhren weg. Auf seinem kleinen Renault war eine Malerleiter, drapiert mit so einem Flitterpapier. Aus einer gewissen Entfernung hat die Leiter wie Glas ausgehört. Und er sah schon im Clown-Gewand drinnen, im Auto, mit einer roten Nase, das ist untergeben, wer da gefahren ist. Und erzählt mir, dass wir 300 Schillinge bekommen. Gemeinsam natürlich. Und ich kriegte davor, glaube ich, 70 oder so. Jedenfalls, das war es. Wir fahren dorthin und nach der Pause war sein Auftritt.
Die Leiter stand auf der Bühne, der Vorhang war noch zu. Ich saß seitlich auf einem Schammel in Erwartung, den Charles von Monti einmal anzuspielen. Der Vorhang auf, der kommt, der hat wunderbar ausschaut, Herr Mann. Und verneigt sich und die applaudieren. Und ich beginne mit der Introduktion. Und er klettert die Leiter hinauf. Beim ersten schnellen Teil war er am Kulminationspunkt. Er hat noch nichts gemacht. Der merkt, was macht er? Er übersteigt die Leiter wie einer, der schwere Prostataentzündung hat. Ne? Steigt auf der anderen Seite runter, war schon der zweite schnelle Teil. Nur, er stand mit beiden Bühnen, mit beiden Beinen auf der Bühne beim letzten Akkord, beim Schlussakkord. Und dann, jetzt müssen wir hören, was die Leute sagen. Es war Bücher, es gefraßt, er verschwindet. Wir mussten flüchten, er musste die Leiter stehen lassen. Immer ein Harmonikerkopf in den sehr betrieben Harmoniker. Und springt ins Auto und wir flüchten. Und wir waren per se. Nur dann war ich nicht mehr per se mit ihm. Als wir fuhren, habe ich gesagt, sag mal, Alter, was hast du dabei gedacht? Ne? Sagt, ich habe ein Geld gebraucht. Der war halt einfach nur. Ja! Das ist ja laut. Der hat von einem Onkel ein Clownsgewand gehabt und großartig. Den Leiter. Das war wahr. Wir haben schon wieder nichts verdient. Das ist tatsächlich wahr. Ja, furchtbar. Otterkring war ja im Krieg im Verhältnis zu anderen Bezirken minimal zerstört. Schon auch Brand und so, aber nicht wirklich zertrümmert. Und man sieht heute noch in Otterkring sehr viele dieser klassischen Zinskasernen. Nicht? Also ich habe in so einer ja gewohnt, ich bin in einer solchen aufgewachsen, Klo am Gang, Basena am Gang, Zimmer, Küche. Aber für Kunst war Geld da. Ob so arm die Stadt das ganze Land damals war. Nicht? Also das hat man sich geleistet, dass über jedem Fenster ein bescheidener oder auch nicht so bescheidener kleiner Engel geschwebt hat. Das wurde natürlich, das waren keine großartigen kreativen Leistungen, das wurde gestanzt. Aber das Bedürfnis war vorhanden. Man hat gewusst, ein Fenster ist nicht nur dazu da, dass es halt auf und zu geht und funktioniert, sondern es ist der Rahmen für den Mensch, der drinsteht und hinausschaut. Und dass wir jetzt diese Aluminiumrahmen haben mit den flachen Fassaden, das ist vielleicht einer der Gründe, warum niemand mehr aus dem Fenster rausschauen will. Das war Oma in Wilhelminenberg, habe ich so eine Waldtapete mir zugelegt. Das war überhaupt, da kommst rein und siehst einen Wald. Ja. Damit hat die, glaube ich, 32 Quadratmeter Wohnung gleich ums doppelte größer ausgeschaut. Ja. Das ist ja klar. Also. Aber ganz kurz zu unserer Sozialisierung. Muss ich jetzt schon anmerken, was ja witzig ist. Du kommst ja sozusagen aus der roten Reichshälfte und ich aus der schwarzen Reichshälfte, beide in Otterkring. Meine Mutter kommt also aus der schwarzen Reichshälfte und wann der Maiaufmarsch war, sind ja dann die roten Falken von ja. Da haben sie hauptsächlich gesammelt und Richtung Rathaus. Ich bin da oft mit dem Vorrat gefahren und alles, das war irgendwie. Wir haben abgeschaut, wir haben abgeschaut dürfen vom dritten Stock, sind Leitengasse, Zinskaserne, zwei Zimmer, Kuchel, Kabinett und meine Mutter hat gesagt, schau, da gängen sie die Roten, schau das an, da unten gängen sie. Und ich habe alle kennt, nicht? Und gewunken und so. Und die Antwort, die kirchliche Antwort war immer dann der von Leichnamszug in die Kirchen. Also das war natürlich schöner, weil da hat man Messgewandeln angehabt, nicht? Und so das Elegantere. Und so habe ich in der Kindheit erlebt, eben diese beiden Lager, weißt du, sie immer so nicht riechen haben können einerseits und dann geredet haben über für mich ganz komische Sachen wie ein 34er-Jahr, habe ich dann gehört. Und Dolphus hin, her, war er gut, war er schlecht. Über den Hitler hat man zwar nicht geredet, aber das, was davor war. Ja.
Hauptstützpunkte der Schutzbündler waren das Arbeiterheim in Otterkring, die Gemeindehäuser in Simmering, der Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt, aus dem besonders hartnäckiger Widerstand geleistet wurde. Verhaftete Schutzbündler werden nach Waffen durchsucht und abgeführt. Also ich bin 55 Jahre alt und mein Großvater war ein stolzer Buchdrucker. Am Schluss Vorarbeiter. Und da war natürlich auch im Krieg, ist Haus gekommen und war immer Gewerkschafter. Mit dem hast du nie über was diskutieren können. Und ich kann mich genau erinnern, das muss gewesen sein, 64. Wann ist der Jonas 64. Bundespräsident geworden? 64. War denn nicht auch Buchdrucker? Genau, war in 9 Jahren. Ja, ja. Und ich weiß noch genau, meine Großeltern haben den ersten Fernseher gehabt im ganzen Haus. Da sind immer die Nachbarn gekommen, um 7:30 Uhr, Zeit im Bild, oder ich glaube, damals hat es sogar schon Zeit im Bild geheißen, und haben geschaut. Die haben immer den ganzen Abend geschaut. Und wir Kinder mussten im Kabinett sein, haben uns dann durch die Wand so bohrt mit dem Kugelschreiber, was halt war, dass wir durchschauen haben können, oder haben die Tier ganz leise aufgemacht und durchgeschaut. Aber eins kann ich mich erinnern, wie die Wahl vom Jonas war, mein Großvater hat geheult wie ein Schlosshund. Vor Rührung, dass einer wie er Bundespräsident werden kann. Das war für ihn, ja, das war wahrscheinlich für ihn einer der schönsten Momente seines Lebens. Und er hat immer wieder gesagt, jetzt weiß ich, wofür ich gelebt habe und wofür ich gekämpft habe. Das war irgendwie für ihn was ganz was Wesentliches. Noch dazu einer, der knuschelt hat. Ja, eine echte. Das war 64. Und das war für mich eigentlich das erste Mal, wo ich mit Politik so näher in Kontakt gekommen bin. Man sagt ja, nicht weil ich Arbeiterkind bin. Ja. Und ich kann mich da gut erinnern, dass bei uns in den Sektionen zum Beispiel, oft, wenn es da wirklich schlecht gegangen ist, ist die Mama hingegangen, wir waren ja mehrere Kinder, und hat dort ganz einfach ihr Leid geklagt und ihr ist immer ein bisschen geholfen worden. Ja. Mein Großvater hat sein Leben lang Toto gespielt. Jede Woche. Immer 3 Kolumnen. Und dann hat er mal einen Zwölfer gemacht und er zahlt sage und schreibe 62.000 Schilling. Was Wahnsinnsgeld war. Wahnsinns. Weißt du, was er gemacht hat? 20.000 hat er seiner Frau gegeben, 20.000 hat er mir gegeben, 20.000 hat er meinem Bruder gegeben. 2000 hat er geholt und hat gesagt, so, und die spiel weiter. Diese Spielereien zum Beispiel, ja, Toto, Lotto, waren für uns Halbwüchsige mit 15, 16 Jahren eigentlich nicht en vogue. Wir sind schon wirkliche Tippler gewesen, weißt du. Weil auf der Straße, wenn du aufgewachsen bist, hinter ein Haus, dass da noch eine abgegeben hat, diesen Volksmund, sagt man dazu. Das heißt, machst du also so, links oder rechts, ja, das, was du ihn kennst und die Arsch. Das hat es bei uns eigentlich nicht gegeben. Ja, nur sage ich nur. Und da haben wir natürlich auch dann in den gewissen Cafés in Wien, Otterkring, unten ist der Café Ritter, und das gibt es heute noch. Da waren die wirklichen Zocker, also ich will es gar nicht sagen Zocker, das ist die Tippler halt, ne, gesessen. Und da habe ich auch mitgespielt als junger Kerl und da habe ich verdient in der Woche als junger Kerl, was weiß ich, mit 14, 15 Jahren als Lehrling, 45 Schilling in der Woche. Und die habe ich halt verspielt. Ne? Dann bin ich heimgegangen. Die Mutter hat mich natürlich ganz traurig angeschaut und hat mir nicht einmal Watschen gegeben. Und gesagt, Bruder, das hätte ich mir von dir nicht gedacht. Ne? Dann habe ich mit dem komplett aufgehört, weil mir mein Bruder eine Gitarre gekauft hat. Und mit der habe ich mir nachher hingeschaut und gesagt, alles so machen vor dem Mann. Einer hat immer dieses Bomben. Einer muss immer verlieren. Ich hab mein Leben lang das Bomben. Meine Großeltern sind ja immer einmal die Woche einkaufen gegangen am Brunnermarkt und am Ippenmarkt. Mhm. Die sind beide, jeder hat drei Taschen da. Und manchmal mussten wir auch mitgehen. Mhm. Das war dann Großeinkauf für die ganze Familie und noch mehr. Und wir sind, das hat mindestens 2 Stunden gedauert, mit der Straßenbahn hin und dann durch den ganzen Brunnen und Ippenmarkt, wo es was Günstiges gibt. Das haben sofort immer gewusst, wer kriegt das billigste Händel, weil
am Sonntag hat es für die ganze Familie Händel gegeben. Da hat es nichts anderes gegeben. Der Brunnenmarkt in den 30er Jahren. Also in meiner Erinnerung, natürlich als Kind, ist mir das damals alles groß und gewaltig vorgekommen. Man ist ja sehr gern auf den Markt gegangen. Es war voll mit Menschen, es war voll mit Waren. Ich glaube, das war damals aber sehr, sehr mickrig in Wirklichkeit im Vergleich zu diesem pulsierenden Leben, wie der Markt jetzt sich darstellt. Also wirklich geradezu grandios. Damals, ich erinnere mich, hauptsächlich gab es Maschansker Äpfel und Zwetschgen. Zur Zeit natürlich alles, wann das reif ist. Und das war ein bisschen in Bergen vorhanden. Alles andere war so ganz Zehnparadeiser und abgezählte Stücke von Erdäpfeln. Die Armut, also heute, damals habe ich das nicht begriffen natürlich, aber die Armut war präsent. Hinter den Standeln gab es kleine Geschäfte, alles klein, alles. Knöpfe wurden verkauft und hier und da ein kleines Taschenmesserl. Das war alles im Vergleich zu dem, wie das jetzt ist, wo Berge von Reichtum, man spürt, das ist alles vorhanden und das ist alles käuflich erwerbbar, weil es im Vergleich zu anderen Geschäften ja nicht teuer ist. Nicht? Aber trotzdem, auch damals in meiner Kindheit, war der Brunnenmarkt eine Perle, da ist man sehr gern hingegangen. Bitte sehr. Eine weiße und zwei dunkle. Feuer, oder? Das ist interessant. Ottakringer Straße links ein Kaffeehaus gegeben, das hieß Glattauer. Und der Kaffeehausbesitzer war ein ehemaliger Ringer, war Leberkerl. Und er hat eine Pianistin gehabt, die sehr, sehr dick war. Und die saß so mit dem Gesicht zur Wand, ein Pianino. Und die Dolores hat getanzt, es war ein Verehrer von ihr. Das machen nur die Beine von Dolores, hat sie auch gesungen. Eifersüchtig war die Pianistin auf sie, weil sie sich nicht umdrehen konnte. Und die hat entsetzte Spitzentänze aufgeführt. Sie hat wirklich ganz arg ausgeschaut. War das, die Dame, die dann immer gesungen hat, die Blumen sind für Bella Bimba, Bella Bimba. Zum Beispiel, das Bella, war die. Und die Dolores, das war ja. Die. Wir haben gesagt Bella Bimba zu ihr, weißt? Ja. Haben sie ja natürlich auch versucht, wie der sagt, Spitzentanz. Mach ich nur die Beine von Dolores. In Spanien werde ich Bella Bimba genannt. In Spanien, und die haben werde ich Bella Bimba. Und dann kommt der Refrain, die Blumen sind für Bella Bimba, ja. Bella Bimba. Ja, wir haben natürlich nicht schreien und lachen können, haben halt brav applaudiert, weil sonst hätten wir ja einen Schlauch gehabt. Willst du dich erinnern, da haben wir schon Boogie-Woogie getanzt, dann Rock'n'Roll beim Charlie Rausch zum Beispiel. Das waren so diese ersten Diskotheken, kann man ruhig dazu sagen. Da wurde Plattenmusik gespielt und dazu hat man halt dann getanzt. Und ganz früher war Jitterbug und die ganzen Spooky und so weiter. Und mein Bruder hat dann schon Jitterbug und so weiter. Das hat er noch gekannt, 10 Jahre alt war wie ich.
Ich selber war ein Rock'n'Roller, nicht nur in der Musik, sondern auch vom Tanzen her. Ich habe den Schwarzen Panther Club, da haben wir Competitions, die habe ich gewonnen am Rock'n'Roller. Das war ein gutes Bewegungstalent. Und da kann ich mich erinnern, wenn wir da bei dieser Tanzerei waren, sind wir halt vorher zum Wirten gegangen und haben Kirschmesser rumgetrunken, damit man ein bisschen sich mehr traut bei den Damen, weil sonst kriegst du dann Abfuhr. Und das Schönste war natürlich dann die Situation, dass wir auch clubweise gegeneinander tanzt haben. Und da habe ich, wie gesagt, gegen einen Schumacherpark, das ist da unten einer gewesen, der lebt noch, glaube ich, der Jumping Franzl, hoffentlich, ich glaube schon. Und es war halt ein Bedürfnis, ganz einfach zu zeigen, dass man sich gut bewegen kann und dass man, obwohl man nie in einer Tanzschule war, das auch erkennen hat. Und das war mein Bedürfnis. Ich habe sogar dann Walzer und alles gelernt noch. Aber mit Rock'n'Rollen habe ich aus dem Bauch gemacht. Ne? Aber in Otterkring hat es alles gegeben. Alles. Alles, mit einer Ausnahme. Das, was man heute Diskothek nicht oder zu unserer Zeit Club hat es nicht gegeben. Der Albert Hebersheim war ja nur zum Mieten. Das war ja zum Mieten. Da kann ich mich erinnern, ja. Ein Konzert von den Tradivaren. Im Albert Hebersheim. Im Albert Hebersheim. Aber das war auch Schulverbot gehabt. Oder ich weiß nicht, was es war, kann mich nicht mehr erinnern. Aber das war schon genial. Aber was es gegeben hat, und das gibt es halt leider nicht mehr, war das Fuchsenloch mit dem Saal hinten. Das legendäre Fuchsenloch. Da waren wir oft. Wer oben am Wilhelminenberg wohnt, und da hat es ja nur zwei Lokale gegeben. Entweder bist du runtergegangen, glaube ich, 200 Meter zum Fuchsenloch, oder bist 100 Meter rauf zum Predigtsprung gegangen. Ja, die jetzige war, Aurora. Genau. Kleine Häuser, so zierlich und nett. In jedem Gartel ein schrammig Wattnet. Ein kleines Weinhauer Dorf, Trost vor Wien, war unser Lieb so in Otterkring. Wir waren Kinder mit sehr viel Fantasie. Und ja, vielleicht haben wir begriffen, dass die Musik und die Sprache eine Essenz fürs Leben ist überhaupt. Vielleicht ist das allgemein oder so. Es sind ja nicht nur, es gab ja einen ganz berühmten Otterkringer, den Homolka, der ja in Hollywood eine riesige Karriere gemacht hat und so weiter. Also ja, vielleicht war in uns so. Wir waren ja nicht sehr begütert alle miteinander, die wir hier aufgewachsen sind. Und wir haben, glaube ich, unseren Eltern ziemlich auf der Tasche gelegen. Aber soweit es ihnen möglich war, glaube ich, war das immer in Ordnung, dass sie uns gewisse Wünsche erfüllen konnten. Und irgendwie ein Verständnis für uns hatten. Der Wunsch, Schauspieler zu werden, kam bei mir erst relativ ganz, ganz spät. Also das kam durch die Literatur natürlich, der ich sehr früh verfallen bin, komischerweise. Also ich habe gut lesen gelernt und habe sehr, glaube ich, sehr gut den Klang der Sprache aufgenommen. So wie der Arik Brauer sofort Farben gesehen hat und Bilder gesehen hat und der Hodinger natürlich das Wort wieder und so weiter und so weiter. Also diesbezüglich nicht nur die beiden, die ich jetzt gesagt habe, es ist auch der Ernstl Fuchs aus unserem Bezirk, aber irgendwie bin ich ein bisschen stolz, nicht ein bisschen, aber wie soll ich sagen, ein bisschen stolz auch auf meine Mitbürger, die hier waren. Und wir haben uns ja nicht befreit aus Otterkring, das gibt's ja nicht. Ich habe nicht in Zürich und in Lausanne gelebt, weil ich mich von Otterkring befreien wollte. Das hat sich so ergeben und so, aber das gewisse Otterkring, auf das, worauf es ankommt, das, glaube ich, steckt noch in uns allen.
den Helmut Lohner, den ich sehr schätze und bewundere. Wir haben etwas gemeinsam, obwohl wir es nicht gemeinsam erlebt haben. Er war in der Firma Barzelt, das war eine Geschäftsstadt in Josefstädterstraße war das und ja. Aber glaube ich, ein Jahr danach, nachdem er gegangen ist, um die Schauspielerei zu erlernen, bin ich dort eintreten. Zwar nicht als Lehrling, sondern als Gehilfe und habe halt meine Jahre dort abgesessen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann auch ausbrechen kann, meiner Malerei zu freuen und meiner Musik. Ich bin in Musik, ich habe 4 E gehabt, 4 mit Ermahnung. In der Marotinger Gassen? In der Marotinger Gassen. Wer war denn der Lehrer? Der Butschek. Professor Butschek, bekannt auch als Altnazi mit, ja, mit Zündhaarschnitt und so. Und der hat Geschichte unterrichtet und Musik. Und ich habe halt so lange Haare gehabt. Und der hat mich halt immer auf den Kicker gehabt. Und wie man so schön sagt, und hat mir gesagt, ah, willst du deine langen Haare und so. Und ich habe Glatzen gehabt und ich gesagt, Herr Professor, das ist ja nur netter Besitzlos. Und dann habe ich 4 E gekriegt. Mein Musiklehrer hat immer zu mir gesagt, und wenn du singst wie eine Nachtigall im Schülerchor, weißt, war wirklich ganz gut auch damals, und die Noten nicht kannst, wirst du bei mir immer nur einen Dreier bekommen. Ja? Und ich habe natürlich Noten nicht gelernt. Ich war Sänger, Entertainer. Das geht mir heute noch so. Es geht durch die Fleischketten und ein bisschen was habe ich schon noch gelernt, das ist klar. Aber damals wirklich total ohne dem. Dann hat er einmal gesagt, ja, und wenn du das nicht lernst, nur, dann kriegst du einen Dreier. Habe ich gesagt, dann singe ich nicht mehr. Erpressung. Ja, habe ich müssen unter den Unterricht woanders hingehen. Ich muss erzählen, das Erlebnis, das ich gehabt habe, wie ich aus der Kirche austreten war. Mein Vater kommt aus einer sehr katholischen Familie. Und das war ja, der hatte immer den Rosenkranz in seiner Brieftasche im Kopf von seiner Mutter noch. Während die Familie meiner Mutter war also sehr anti-katholisch, gegen katholische Kirche. Und ich mit 14,5, 15, so war ich gerade, sehr linkssozialistisch. Da war es natürlich klar, man tritt aus der Kirche aus. Und da bin ich eines Tages, war am frühen Nachmittag am Schumacherplatz, im magistratischen Bezirksamt, habe da geschaut, erster Stock, Zimmer so und so, muss ich rauf, ganz ruhig, niemand war da, gehe rauf, glaube ich, das Zimmer. Höre ich nichts. Klopf nochmal, höre nichts. Dann mache ich die Tür auf, schreit einer. Was wollen Sie? Parteienzeit ist schon lang vorüber. Und ich sage dann, oh, entschuldigen, ich wollte nur aus der Kirche austreten. Ja, wenn das so ist, kommen Sie her. Aber da setzt er sich hin mit mir. Wollen Sie nicht in eine andere Religionsgemeinschaft? Nein, okay, Sie treten aus der Kirche. Hat das sofort gemacht und ich war draußen. Durch die Kriegswirren wurde ich ja nicht getauft. Nicht? Da wurde ja nur Namensgebung. Fand eine Namensgebung, Horst Adolf Friedrich Gmeller, steht aber nicht auf meine Schallplatte drauf, weil ich es kaum gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich dann mit 8 Jahren einen sogenannten Katechismuslehrgang machen müssen. Das heißt, ich musste die Bibel, zumindest die wichtigsten Bibel, von den Geboten bis Entstehung und so weiter, nicht groß, aber doch. Das war eine holländische Lehrerin, die hat solche Dudeln gehabt. Und die war wirklich, die war super gut, die Beste. Und da bin ich auch gern hingegangen. Ja, später und später mal habe ich dann natürlich kirchlich heiraten dürfen und das war das Schönste. Ich kam von einer Tournee zurück, habe ich von Seefeld gefahren wie der Teufel. Meine Frau hat den roten Teppich aus, sie hat alles selber vorbereitet. Weißt du, vielleicht hat sie irgendeinen Misstrauen gehabt oder so. Nein, aber hat das für mich alles erledigt und dann gehe ich zu der Kirche zu, ne? Und meine Frau schon drinnen und die warten alle auf mich und der sagt zu mir, wie heißt das, wie heißt der Zettel, wo man braucht, wo man vorher beim Hochzeitsunterricht, diesen Hochzeitsunterricht. Ja, du musst dann eine Hochzeitsunterricht machen und du musst hingehen, musst was zahlen und so weiter. Und das habe ich aber nicht gehabt. Nicht? Ich habe gesagt, wo ist das Zeugnis von Hochzeitsunterricht? Ich habe ein Kilo ausgenommen, ein Hunderter. Und habe jemandem gegeben und gesagt, danke. Seitdem bin ich glücklich verheiratet. Und zwar schon 50 Jahre mit meiner Frau zusammen. Und jetzt haben wir bald, wie soll das sagen, auch die goldene. Da muss ich aber eine kleine Geschichte erzählen. Es war so ein heißer Sommertag. Und vorher haben wir standesamtlich am Richard-Wagner-Platz im Gemeindeamt geheiratet. Und ich gebe mich, sie
mit einem netten Kostüm und ich ganz dünn mit wegstehenden Ohren, einen einzigen dunklen Anzug. Und wir gehen die Blumbergasse rauf und da stehen zwei Straßenarbeiter. Und einer mit seiner Presslufthammer. Der stellt den Presslufthammer auf. Ja, dann Körper kommt raus. Wo gehst denn du hin? Wir gehen aufs Standesamt. Bist denn du deppert? Da geh sofort an. Ein Jahr später oder zwei Jahre später war ich geschieden. Ich habe den gesucht, ich wollte ihm eine Kiste Bier zahlen. Ja, und ich bin ein Philosoph. Einiges ist doch noch vorhanden. Also, da ist natürlich der Ottergringer Friedhof. Da warten die Eltern auf den jüngsten Tag. Und, na und da unten die Ottergringer Kirchen. Vis-à-vis von der Ottergringer Kirchen war, wie gesagt, der Stillfriedpark. Dahinter war in der Erdbrustgassen war natürlich im Winter der Eislaufplatz, wo die ersten unanständigen Blicke entstanden sind zum anderen Geschlecht und so unvergessliche. Naja, ein Stück sieht man, man sieht nur die Kuppel von der Sternwarte, gegenüber war das Ottergringer Bad. Ein bisschen weiter oben war auch ein Freibad für Kinder und so. Ich glaube, da war ich nie, aber im Ottergringer Bad war ich oft. War für uns eine Stätte des Sportes und der Unterhaltung. Und ich weiß das, denn mein Bruder war dort Bodemeister. Ich kann mich da erinnern, dass zum Beispiel der alte Konsowitsch, der hat so eine Radiokoje gehabt. Ja, und diese Radiokoje war was ganz Berühmtes, denn der Mann, der das Ganze gemanagt und gesprochen, auch alles selber gesprochen hat, war der Konsowitsch. Der Konsal haben wir gesagt, Herr Konsowitsch. Und der hat zum Beispiel: Meine Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt so vorne. Nicht vergessen, um jeden Tropfen ist es schade, der guten Clio-Brause-Limonade. Jo, so eine Werbung hat er schon gemacht. Ich weiß nicht, ob er Geld dafür gekriegt hat, aber ich vergrund sie an den alten Konsul. In all, in all, in all. Jetzt darf ich mich ganz kurz selbst belobigen. Ich habe meine Schuldigkeit Ottergring gegenüber getan, indem ich den Herrgott der Star geschrieben habe. Ottergring draußt in einem uralten Haus, in dem Hof in der Speckbocher Gossen. Da ist Glanz verstaubt, sein der Zierde beraubt, ein Herrgott der Stadt so verlassen. Es hat fast in jedem Haus in Ottergring, in die alten Häuser, irgendeine Herrgottsfigur gegeben. Die Figur war Anlass eigentlich, dass ich das Lied geschrieben habe. Und zweiten Anlass hat es auch gegeben. Ich bin eigentlich vom 16. Bezirk ausgezogen in den 22. Da war ich muss eine kleine Geschichte. Eine musikalische über Ottergring, über meinen Geburtsort schreiben. Und so ist es entstanden. Mein Besitz, immer beschützt, bist du ein Freund, der verstanden. Oft hab ich gewarnt, mich an dich gewarnt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott der Star, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ein echter Ottergringer ist eben so, dass er maximal die dritte
Querrasse nicht mehr kennt, so gehört es. Mhm. Außer die Italierstraße, die Ottergerstraße. Und ich rufe meine Mutter an. Sag ich, Mama, ja, was willst du denn? Sag ich, ist die Speckbrückgasse nicht Ottergrün? Selbstverständlich, der Rotzburg. Hängt auf. Man denkt, ich war in der Friedrich-Kaiser-Gasse geboren. Das geht überhaupt nicht ins Lied ein. Speckbrückgasse klingt aber gut. Nur, wie gesagt, ich habe es nicht ganz genau gewusst. Und die Mama gesagt, die Wurlitzergasse zum Beispiel. Ne? Mord in der Wurlitzergasse. Ohne, dass das Blut gespritzt hat. Die Chauner-Bühne. Das wäre sehr interessant für uns Kinder, noch mehr für die Erwachsenen. Und manche haben halt ein bisschen zittert dabei. Spielt da die ältere Dame mit, haben sie? Ja, danke. Ja, wiedersehen. Wir Kinder haben über die Blanken zugeschaut und in den Kindernachmittagen. Was soll ich sagen? Wir Gassenbuben haben uns schon lieber den Mord in der Wurlitzer Gasse angeschaut. War sehr schön für uns, die Chauner-Bühne. Wir spielen heute den Mord. Willibald Meyer. Inhaber des Detektivbüros 008, der Erik. Ich bin aber etwas Massachusetts-Detektiv. Gut. Erik, jetzt ich glaube, dass ich. Hannes Lewinsky, Mary Liebling, Emmy, die ist noch nicht da, eine Dirne. Renate Lewasch, der Typistin. Schön sind an Svoboda. Ich erzähle jetzt euch ein paar Geschichten über das Haus. Du ja sagst mir dann, dass der Berger verschossen wird. Ich will ja wissen, gleich, was er wohl spielt. Ja. Gefährliche Ehepin, Josef Blumer, Großvater. Das ist eine einmalige Sache und gibt es europaweit nicht mehr. Und es gibt auch kein Burgtheater oder auch keine Volkstheater, hätte 60 Stücke im Repertoire, dass sie jetzt ad hoc jeden Tag ein anderes Stück spielen können, ohne einen Tag geprobt zu haben, wie gesagt. Also, ich glaube, das allein ist schon etwas wert. Und man braucht natürlich Mut und dass man sich das auch traut zu reden. Ne? Über Ottergring sind ja die meisten Lieder überhaupt geschrieben worden. Nicht mit tut dir heute noch weh, dass der Herrgott der Stein nicht von mir ist. Ich sage das ehrlich, du, Karli. Erzähl die Geschichte bitte, was uns oft passiert. Ja, okay. Ich fahre mit dem Taxi nach Leopoldsdorf, weil dort wohne ich jetzt. Und der Taxler, wir reden über Volksmusik, Sittengeschichte, sozialkritische Hintergründe in den Texten. Der Kerl kennt sich besser aus wie ich. Das ist aber interessant. Ne? Ich gebe ihm, was zum Schilling gibt. Ich gebe ihm 20 Schillinge Trinkgeld. Gebe ihm das Trinkgeld, bezahle meine Rechnung und gehe weg vom Auto. Und er sagt, was ich noch sagen wollte, Herr Häuser, ihr Bummerl ist einmalig. Und der bist so deppert. Hast wieder Häuser, noch bis Bummerl geschrieben, leider nicht. Und dann geschaut, wo der 20er ist, der war weg. Und er ist schon gefahren. Entweder hat er mich gekickt, aber jedenfalls war das toll. Das ist vielleicht unglaublich. Er ist ein Unikat, der Karli, und man weiß natürlich, Herrgott und so weiter. Aber die beiden Namen, weißt du? Weil ich habe 69, 70 angefangen, der Karl mit dem Star ist 71, 72 oder was gekommen. Und so geht es mir manches Mal, dass die zu mir sagen: Herr Gmeller, Ihr Herrgott, der Star ist aber wunderschön. Mhm. Ich sage: Ja, danke, das ist von meinem Freund, von Karl Hodiner. Aha, aber wie geht es in einer Malerei? Also, ich glaube an einen gewissen Humus. In dem er aufwächst. Ja, es war wunderschön, einmal wieder in Ottergring zu sein. Euch ein bisschen was zu erzählen aus unserer Zeit, aus unseren Kindertagen. Ein bisschen Wehmut im Herzen werde ich mitnehmen. Meine Mutter ist nicht mehr, meine Brüder sind nicht mehr. Ja, und viele Freunde sind auch nicht mehr, mit denen ich sehr viel Unsinn, aber auch Interessantes und Liebenswertes gemacht habe. Wir wohnen in der Gosse, drei Kinder, der Karl, der Franzl und ich. Wir wohnen in allen Besser und Geschwinde, eine unheimlich Gasse Partie. Mit den Steinen, mit den Bäumen und mit dem Rall.
haben wir drei niemals verspürt. Auf dem Stoß und die Rose und dem Madel waren wir drei immer.